Und da wären wir auch schon beim Spiel Hannover Dortmund gegen TSV Oerdorf hier am 11. Spieltag am Sonntag. Oerdorf aktuell auf dem Höhenflug. Sie sind seit dem 8. Spieltag ungeschlagen. Sie haben seit dem 8. Spieltag eine Siegesserie. 3 Siege in Folge. Kann diese Siegesserie auch gegen Dortmund weitergehen? Dortmund aktuell eher so, na, im Vergleich so eine Durststrecke. 8. Spieltag haben sie zwar gewonnen gegen Hagen, aber jeder gewinnt gefühlt gegen Hagen. Gegen Eintracht Arena nun unentschieden, gegen Dassau nun unentschieden. Jetzt kommt es drauf an, gegen ein Team, welches richtig in Form ist. Dortmund spielt mit der gleichen Elf wie immer. 4-3-3, Dallmann vorne, Schnier und Ramani. Und bei Oerdorf hat sich im Vergleich zur letzten Woche auch nichts verändert. Das heißt, man spielt wieder mit der Dreierkette, die ich ja erst so scharf kritisiert habe. Ihr könntet es sogar echt schmerzhaft enden für Oerdorf, wenn sie nicht aufpassen. Wenn Hainik und Victorino aber heute voll auf der Höhe sind, dann könnte das der nächste Sieg sein. Aber ich würde behaupten, Dortmund ist schon ein Level stärker als Lautern in der aktuellen Form. Mal sehen. Wir sind bereit hier in Dortmund. Hannover Dortmund gegen TSV Oerdorf. Halilay stößt an und damit kann das Spiel beginnen. Oerdorf in den schwarzen Trikots von rechts nach links. Und Dortmund in gelb-schwarz auf unserer linken. Ja, für den TSV Oerdorf lief es ja im letzten Spiel sehr gut mit einem 6-1. Jetzt Halilay, der erstmal durch ist. Halilay, der immer noch durch ist, aber nur Rabadauskas kann ich stoppen. Ich dachte schon, wir könnten schon den nächsten Treffer hier begutachten in der Wiederholung. Es war ein 6-1. Es war alles, aber kein gutes Spiel von Lautern. Dafür ein umso besseres Spiel von Oerdorf, muss man sagen. Und im letzten Spiel von Dortmund gab es nur frühe Treffer. In den ersten 10 Minuten gab es direkt beide Treffer, also 1-0 und 1-1. Danach kam gar nichts mehr. Und Trainer hat aus den Fehlern gelernt. Halilay stand da im Abseits. Und hat jetzt seine Jungs nochmal ein bisschen eingeschworen auf den Gegner. Man sollte Oerdorf nicht unterschätzen, denn sie haben jetzt gezeigt, dass sie es doch wieder oder doch noch können. Halilay. Da ist Victorino. Vater, Hainik, Halilay, Victorino auf Halilay, da ist Vater und Rabanauskas. Ja, wichtige Glanztat hier von Maras Rabanauskas. Die 13 Minuten gespielt, gibt die Ecke für Oerdorf. Da ist Vater wieder. Warte, der könnte ihn reinflanken. Gibt ihn ab auf Hainik, Victorino, Pickard. Das ist wieder Warte. Pickard, Victorino. Ja, aber Dortmund macht da eng. Dortmund macht da dicht und jetzt. Da ist Dallmann, der da einfach durchpaced. Der rennt da ganz allein durch. Wo ist denn die Abwehr? Wo ist die Abwehr? Das ist das 1-0. 18. Spielminute. Patrick Dallmann macht den Treffer.
Und das ist das, was ich meine. Du hast da halt eine Riesenlücke, wenn du da mit deiner Dreierkette nicht geordnet stehst. Und Dortmund nutzt das halt eiskalt aus. Nach einem eigenen Standard. Kann man schon sagen. Bekommen sie so einen Konter. Und das darf nicht passieren. Das muss euer Dorf abstellen. Situation abhaken, es geht weiter. Halilai. Bringt ihn auf, Jannis Heinig. Ja, Halilai. Heinig. Heinig macht das Tor! 1:1! 22. Minute! Die Ansage, wir sind wieder da. Genau ins Torwart-Eck. Und da hat nichts mehr dazwischen gepasst. Der Kapitän, der Spielertrainer, der Goalgetter aus Euerdorf zieht somit gleich mit Halilai. Wenn es um die Tore geht. Natürlich ist erstmal wichtig, dass Euerdorf hier überhaupt die Tore macht. Und jetzt, da können sie einfach durchlaufen. Schäfer wirft sich nochmal vor dem Schuss. Aber mein Gott, da können sie durchlaufen, wie sie wollen. Keine Gegenwehr von den Verteidigern. Und Schäfer hält das Fressbrett hin. Kommt es hier darauf an, wer mehr Tore schießen kann? Höppner. Victorino. Haut ihn raus. Also Höppner und den Ball. Harrison auf Dahlmann. Da ist Schnier. Ja, Bellucci macht das jetzt gut. Kiereme. Pickard. Halilai. Auf Victorino. Halilai. Da ist Rasim Halilai, hoher Ball. Aber Hagen kann ihn da erstmal klären. Victorino. Pickard auf Halilai. Ja. Was war das für ein Ball? Es gibt den Eckball für Euerdorf. Euerdorf aktuell mit einer Bilanz von 4 Siegen, 1 Unentschieden und 5 Niederlagen. Man merkt, dass der letzte Lauf von 3 Siegen in Folge einiges an Wundern bewirkt hat. Kann es so weitergehen? Dortmund wird es ihnen nicht einfach machen, aber genauso erwartet es Dortmund, dass Euerdorf es ihn nicht einfach macht. Nur manchmal fehlt mir da die defensive Stabilität. Aber bisher läuft es noch gut. Haben ja alles im Griff. Steht ja jetzt wieder 1:1, von daher kein Grund zur Sorge, aber es könnte, wenn es so weitergeht, echt noch böse enden. Jetzt aber Euerdorf wieder am Zug. Victorino. Box ist besetzt. Da ist Vater. Ja, und dann fahren sie sich da an dem Flügel fest. Müssen sich da früher von Ball lösen. Das ist Halilai. Pickard. Auf Heinig. Bringt ihn auf Halilai. Heinig wieder. Und da bekommt Taris auch noch den Fuß davor. Und Dortmund jetzt wieder. Armani.
Daniel Paulstein auf Tarisson, da ist Dahlmann. Dahlmann sieht Schnier und oh, wie kann der denn den so verschießen? Ach du meine Güte. Ich glaube, in der Situation war es schwieriger, den Ball am Tor vorbeizuschießen, als ihn überhaupt reinzuschießen. Glück für die Gäste. Und damit geht es mit dem 1:1 in die Halbzeitpause. Eulauf kann zufrieden sein. Man kam mit der schnellen Antwort und konnte Dortmund so verunsichern. Man musste zwar in der letzten Sekunde noch ein bisschen zittern, aber die Inkompetenz von Schnier hat Eulauf bisher das Remis gesichert. Wer kann sich dieses Spiel bzw. die nächsten drei Punkte sichern? Oder spielt Borussia Dortmund wieder Remis? Wir werden es sehen. Beide Mannschaften haben nicht gewechselt. Und ja, der Ball von Halilay, der war nicht so gut, um es noch nett formulieren zu wollen. Kalkopf und keiner bedrängter Kalkopf. Da ist Rahmani, geht dazwischen, da ist Dahlmann allein vom Tor! Und das 2:1 in der 51. Spielminute. Doppelpack Dahlmann. Und der macht die Dinger. Kommt die nächste schnelle Antwort von Eulauf. Für die mitgereisten Anhänger wäre es wünschenswert, die hier diese lange Reise auf sich genommen haben. Einig. Einig. Boah, Halilay! Und da war die Hand und das Tor! Aber nein, Handelfmeter! Und wenn der jetzt nicht reingeht, dann gibt es hier richtig Radau. Aber man muss doch sagen, Ramanauskas ging da nicht mehr hin, weil schon gepfiffen wurde. Wahrscheinlich hätte er den Kopf voll gehabt, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Heinig tritt selbst an. Und er will auch einen Doppelpack machen. 55 Minuten gespielt und das ist nicht der Treffer. Ramanauskas, der Elfmeterkiller. Mit diesem Ergebnis würde Geilenkirchen wieder an Eulauf vorbeiziehen. Da ist jetzt Fickert. Der könnte so langsam mal eine Schussbahn suchen. Warte, auf Fickert. Da ist Victorino. Einer muss mal schießen hier. Ja, Eulauf bräuchte einen Sieg, um vor Geilenkirchen zu bleiben. Und es gibt die nächste Ecke. Hier nochmal der gehaltene Elfmeter von Ramanauskas. Unten ins Eck wollte er ihn haben. Das hat er kommen sehen. Kurz ausgeführt. Ja, Asgar. Nein. Den Eckball haben sie nicht gut ausgespielt. Jetzt könnte aber der nächste Konter folgen.
Rickard. Ja, hat er die Gelegenheit, könnte nach außen spielen, macht er auch, da ist Heinig. Da ist Roman Ausgas. Der größte Eurodorf-Hater hier. Tarisson geht für ihn, kommt Jäckel. Und jetzt wollen sie hier den Ball in die Mitte bringen. Ramani köpft ihn raus. Rickard nochmal um den Flügel. Victorino. Heinig. Rickard. Victorino. Heinig. 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 Aber Dortmund macht dort dicht. Schnier. Und jetzt wieder eine große Lücke zwischen Verteidigung und Mittelfeld. Schnier kann er laufen ohne Gegenwehr. Höppner bringt ihn auf Jäckel. Jäckel! Jäckel! Der Joker! 69. Spielminute. Dortmund hat hier alles in der Hand. Und Dortmund bleibt hier oben dran. In den Knick. Und Dortmund ist halt aktuell einfach eine Klasse besser als Eurodorf. Mit dem Elfmeter wäre noch alles offen gewesen. Vielleicht hätte Eurodorf sogar noch das Spiel ganz gedreht. Jetzt aber schwierig. Entschieden ist noch gar nichts. Nächste Ecke Eurodorf. Gibt einen Wechsel. Amsel kommt für Karl Kopf. Danke in die Mitte. Amsel köpft ihn raus. Da steht auch niemand mehr. Da ist nur noch Höppner. Ja, Fickert holt sich da irgendwie noch den Ball, aber Misskommunikation bei Eurodorf. Jäckel. Dahlmann. Ja. So wird das nichts. Alilay. Einig. Oh, da ist jetzt die Chance für Alilay. Alilay bekommt den Ball vor die Füße. Und jetzt nochmal. Nein. Und Ramanauskas hat ihn. Was ein Drama hier in Dortmund. Heinig. Bringt ihn auf. Heinig. Das Brüderpaar. Und 11 Minuten haben wir noch. 3:2, Doppelpack Heinig, jetzt macht er's. Schön gesehen, guter Laufweg und wieder das kurze Eck ausgewählt. Naja, beim Elfmeter hast du ja kein kurzes Eck. Und beide Ecken in der Regel gleich lang. Ich war das Problem. Ganz egal, Dortmund führt immer noch. Und wenn Eurodorf jetzt hier noch einen Treffer macht, dann steht das Stadion hier ganz Kopf. Und das nur wegen einem kleinen Gästeblock hier in Dortmund. Warte. Oh, da ist Halilay. Bringt ihn auf, warte. Jeremy. Warte. Victorino. Und da ist Heinig auf seinen Bruder. Eurodorf macht dort Druck. Sie machen dort wirklich Druck. Heinig. Und Dortmund haut den Ball erstmal raus. Dahlmann bekommt da keinen Kopfball unter Kontrolle. 5 Minuten haben wir noch. Kann Dortmund dieses Ergebnis halten? Oder kommt Eurodorf nochmal ran? Amsel. Auf Dahlmann. Dahlmann ist durch. Ihr könnt schießen. Nein. Wesel dazwischen, Belucci. Und jetzt einfach nach vorn, da muss alles nach vorn bei Eurodorf. Victorino.
Da ist Water, da ist Halilai. Halilai ist durch. Halilai, er macht ihm nichts. Und Hand, die Hand war da. Es gibt noch einen Elfmeter in der 90. Wie kannst du dir erstmal... Ich habe so viele Fragen von dieser Situation. Und dann ist es der Sohn vom Trainer. Der hier... den Handelfmeter verursacht. Merz kommt für Dallmann, aber das ist egal. Denn jetzt macht Heinig das Tor. Heinig macht das Tor mit dem Hattrick in Dortmund. Und wie gesagt, vor dem Euerdorfer Block jubeln sie. Dieser kleine Block sorgt hier für ein Beben in Dortmund. Irgendwann musste das ja so kommen. Sie haben drauf gepocht. Sie haben alles nach vorn geworfen. Ohne sich am Ende verdient. Aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Eine Minute haben wir noch. Und das war's. Euerdorf sichert sich einen wohlverdienten Punkt in Dortmund in einem absoluten Topspiel und sind damit 4 Spiele in Folge ungeschlagen. Dortmund weiterhin mit dem 3. Spiel in Folge mit einem Remis. Wir sehen uns. Bis nächste Woche.